So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich habe mir Verstärkung an meiner Seite geholt. Das funktioniert in letzter Zeit nämlich so gut, denn ich mache die Kochvideos immer jetzt mit meinem Mann zusammen. Und ich habe euch ja eben schon erzählt, wir kochen jetzt was ganz Besonderes. Wir machen nämlich jetzt ein Menü für euch. Und warum und weshalb? Denn ich will euch unbedingt den Mikro 3 erklären. Der Mikro 3 gab es jetzt jahrelang nicht mehr im Verkauf, was ich sehr, sehr schade fand. Denn es ist ein Produkt, das ich direkt vor 10 Jahren eigentlich angefangen habe zu lernen, zu kennen bei Tupperware, weil es ist das beste Mikrowellengeschirr meines Erachtens, was man von Tupperware hat. Ein Vergleich nur mal ganz kurz. Viele kennen ja unser kleines Mikrowellenkännchen. Das gibt es ja mit 1 Liter Fassungsvermögen. Das haben ja auch schon ganz, ganz viele zu Hause und kenne das so als zum Beikochen oder auch mal kleine Portionen zum Kochen, gerade wenn es um Kartoffelchen geht oder wenn es um Schokoladeschmelzen geht oder auch, sage ich jetzt mal, Marmelade ein bisschen zu kochen, was man gerade so an Obst übrig hat. Das ist ja wirklich sehr, sehr viel einsetzbar. Ich nehme es auch immer gern in die Hand, um, sage ich mal, Dörrfleisch anzudünsten, wenn man die Quiche mache in der Ultra mit Lauch zusammen, dann brauche man nämlich gar nicht den Herd anzustellen. Und die Kanne, die wird noch ganz interessant, denn die ist nämlich unser Monat, nämlich auch noch unser Party-Highlight. Das erkläre ich euch aber noch einmal separat. Wir kochen jetzt in unserem Mikro-3-Turm. Der sieht nämlich so aus. Und dass das Video nicht ganz so lange wird, haben wir schon ein bisschen hier was vorbereitet. Ich erkläre euch trotzdem schon mal vorab die Zusammensetzung von unserem Produkt. Wir haben also hier unten haben wir unsere 3,0-Kasserole. Und hier, da ist jetzt schon die Zucchini-Nudeln mit der Karottennudeln drin haben. Das ist ein 1,75-Liter-Behälter. Das Ganze kann man ineinander stapeln, deswegen nennt sich es auch Mikro-3-Tour. Und man kann es einmal verschließen mit dem Deckel immer nach oben, beziehungsweise man könnte jetzt auch noch ein Dessert dazu machen. Dann kann man das Ganze nämlich auch noch immer rumdrehen und hat hier noch immer die Möglichkeit, eine dritte Mahlzeit zusammen alles in der Mikrowelle zu garen. Es ist das gleiche Material, wie ich gesagt habe, beim Mikrowellenkännchen. Was der Nachteil nur beim Mikrowellenkännchen ist, wir können es nicht, sage ich mal, transportieren. Wenn man mal uns was warm machen wolle in der Mikrowelle, die Mikrokanne hat nur den Deckel für aufzulegen, der ist nicht fest verschlossen. Und deswegen hat unser Mikrogarturm, ach, wenn er Esse übrig hat, hier nämlich fest verschließbare Deckel, die Natur ziehen können. Und somit sind die auch auslaufsicher, beziehungsweise können den auch super im Kühlschrank aufbewahren. Ich kenne jetzt Marco als allererstes Mouchement, dass der loslegen kann. Hier unser 3,0 Liter Behälter. Die ist auch super cool, wenn er Suppe koche und ihr wolle Suppe ein bisschen mehr mache, für den nächsten Tag noch einmal zu erwärmen. Das ist das beste Mikrowellengeschirr, was leitet. Und es gibt nichts Besseres. Können wir mal klaren. Und deswegen bin ich so happy, dass es den jetzt endlich nochmal im Verkauf gibt. Wir starten mit dem Risotto. Wir haben abgewogen 250 Gramm Dummschverbessere. Und Kornreis. Genau, Dusche hier drin mache. Das Ganze wird jetzt mit Champignons, haben wir ungefähr, Schatz? Das sind 200 Gramm Champignons braun. Die haben wir das kommt alles zusammen. Ihr braucht gar nicht viel zu machen, weil der Mikro 3 Turm, der gart eigentlich von ganz allein. Und das ist beispielsweise für uns super gut, weil wir sind beide berufstätig, kochen aber in der Regel fast jeden Abend frisch. Und dadurch, durch dieses Mikrogeschirr oder auch die Ultraserie, erleichtern wir uns das Kochen, indem man nicht immer müsse dort mit der Herd anmache. Jetzt kommt Gemüsebrühe rein. 300 Milliliter Gemüsebrühe. Und achten auf den Shaker, denn der Shaker ist diesen Monat nämlich auch unser Partystar für nur 3 Euro. Da machen wir ein richtiger Schnapper. Von dem kann man nämlich auch noch mehr als einer gebrauchen. Da kann ich gerade mir einen 3, 4, 5, ich weiß es gar nicht. Die sind immer im Einsatz, genau. Jetzt haben wir nachher hier noch ein bisschen Dorscht, ne? Und nee, es kommt natürlich auch noch Weißwein dabei. Und ihr seht, der Marco schüttet alles zusammen. Das heißt, wir brauchen gar nicht viel Handgriffe zu machen. Lediglich die Zutaten kommen zusammen. Der tut das Ganze jetzt mit unserem großen Topschaber Emmo durchmengen. Und das Coole ist, jetzt kommt schon gleich der nächste Gang dazu, denn das wird unser Champignon-Risotto. Und ich habe euch ja gesagt, ich habe hier schon mit dem Sudino, den erkläre ich jetzt euch acht schon,
wie heißt es, ich bin jetzt gerade im Überlegen, 100 Gramm Karotte und ich glaube 100 Gramm Zucchini getrillert. Das kommt jetzt hier drauf. Dann habe ich hier schon das Rezept, kriegen natürlich von mir in die Gruppe drin, haben wir hier schon die Hähnchenspieße mit Zwiebeln und Paprika und Basilikumblätter. Die sind mit Ayvar, habe ich es richtig gemacht, richtig ausgesprochen, genau, sind die gewürzt. Und die kommen jetzt gleich hier drauf und dann kommt eigentlich nur noch der Deckel auf den Truff, beziehungsweise brauchen wir ja für unser Risotto, brauchen wir ja noch frischer Parmesan. Und ich will euch jetzt noch zeigen, wie easy going, also so sieht das aus, da mache ich euch nachher auch noch ein Foto, bevor das Ganze in die, Mikrowelle kommt. Gucken wir, ich kann es nicht zu sehr in die Kamera zeigen, sonst du nicht ohne das Risotto verschütte. Das sieht schon mega lecker aus. Das bedeutet, das geht dann nur so für 25 Minuten in die Mikrowelle. Bei 600 Watt. Bei 600 Watt, danke Schatz. Wir haben hier ohne unser Risotto, wir haben unser Tagliatelle-Nudeln mit Karotte und Zucchini, bisschen Gemüse. Wir haben unser Hähnchenspieße dabei. Und jetzt kommt es noch dazu, dass wir hier frischer Parmesan brauchen. Bei uns gibt es immer nur Parmesan, frisch gerieben. Bei uns gibt es keinen Käse aus der Verpackung, weil in der Verpackung haben wir halt einfach zu viele Trennmittel. Und ich finde, unser Parmesan, den man frisch reiben tut, auch wenn wir Pizza selbst backen oder so, der Gouda, der Emmentaler, der Mozzarella, wir reiben alles frisch. Auch ihr könnt dann den Gouda ein paar Tage nämlich aufbewahren, der schimmelt euch nicht. Vielleicht ist der ein oder andere nämlich von der Verpackung her, wenn man das immer dort drin lässt, der gekaufte, der schimmelt euch relativ schnell. Und was ich an unserem Mahlchef so liebe, ist, der hat auch automatische Deckelchen dabei. Das heißt also, wir brauchen hier fürs Risotto nur 2 Esslöffel Parmesan. Der Rest heben wir auf für... Mir wäre was verschaffen für Pizza oder Spaghetti, egal. Dann kennt ihr das Bötchen. Marco, ich muss mal gerade kurz, dass ich in die Kamera zeigen kann. Dieses Bötchen, ich sage immer, es ist ein Bötchen, weil es sieht von weitem aus wie ein Bötchen. Oh, und der riecht. Ich kann es euch leider nicht übermitteln vom Geruch, aber ihr seht schon, wie locker flockig der hier drin hält. Jetzt sehen ihr auch, warum ich sage Bötchen. Hier sehen auch hier unten die Gummifüße. Das heißt, wenn ihr eine glatte Oberfläche habt, ja, dann rutscht er euch nicht weg. Ihr könnt jetzt den übrig gebliebenen Parmesan machen, dann mit dem Deckel in den Kühlschrank, braucht er gar nicht mehr umzufüllen, könnt ihr direkt aufbewahren. Und das kommt nachher zum Schluss in unser Risotto dabei. Der können wir komplett auseinanderlegen für in die Spülmaschine. Das bedeutet, Schatz, ich tue jetzt immer gerade dazwischen greifen. Es tut mir leid. Ihr habt hier die Anpresshilfe. Jetzt werfst du es drin. Ich wollte mir gerade auseinanderlegen. Ist egal. Reibt gerade immer durch. Dann könnt ihr den komplett auseinanderlegen. Das Metall ausdrehen, den Kurbel abdrehen und dann geht das komplett immer in die Spülmaschine. Dann haben wir auch immer richtig sauber geputzt. Und ihr seht, dieser ganze Parmesan haben wir jetzt hier drin gerade verarbeitet. Wir drücken einfach nur hier immer unser Knäppchen, dann haben wir schon die Haube, die wir abnehmen. Dann gehen wir hin. Marco hat jetzt zu viel Parmesan, jetzt ist er nämlich richtig voll. Und dann halten wir mit der einen Hand fest, drehen immer hier dagegen und ihr seht, dann können wir nämlich immer alles komplett abmache, sogar den Metallrand und so stellen wir den dann in die Spülmaschine. Ich bin nämlich immer ein Fan und viele nämlich, ach, das weiß ich, wenn man es in die Spülmaschine machen kann. Und genauso ist es nämlich auch bei unserem Sudlino, der ja auch diesen Monat im Angebot ist. Ihr kriegt nämlich den gelben Einsatz, den kriegt ihr dazu geschenkt. Der funktioniert auch ganz, ganz leicht und zwar haben wir hier ja 3 verschiedene Teile. Wir haben hier immer, hier sehen wir die Spirale, hier haben wir das offene Schloss. Das bedeutet, ihr dreht das immer für zum Saubermachen immer auf. Dann könnt ihr eine komplett auseinanderbauen. Und für zum Zusammenbauen gehen wir nochmal hin und drehen auf die rote Spirale. Das Gelbe bedeutet, das ist die Tagliatelle-Stärke. Das ist diese dickere Stärke von den Nudeln her, in dem wir sie jetzt auch heute gedreht haben. Es gibt aber auch den Spaghetti-Einsatz. Der ist in dem Monat ist der dabei. Dann gehen sie ein bisschen dünner. Und bei Karotte und Zucchini, die wo ein bisschen länger sind, oder auch Gurke, wenn ich Gurkensalat mache als Spaghettiform, dann tue ich den immer ein bisschen länger los und fange die an von Hand zu drehen. Wenn es aber dann nachher weniger wird, dann müssen wir natürlich die Anpresshilfe, sage ich immer mal, die Halterung dazu nehmen, spieße recht auf und drehe das dann immer hier dagegen. Der funktioniert wirklich ganz, ganz leicht. Da haben wir absolut gar keine Probleme und auch für harte Sachen ist der gut geeignet. Beispielsweise Kohlrabi packt der nämlich auch.
Und das war's jetzt schon heute Abend in unserem ersten Video. Ich mache euch natürlich auch gleich noch mal ein schönes Bild, bevor wir das jetzt gleich in die Mikrowelle schieben. Ihr kriegt aber auch nachher noch ein fertiges Bild, wie es aussieht, wenn es rauskommen tut. Wenn ihr Fragen haben solltet, ich schicke euch natürlich auch noch Rezeptideen in die Gruppe hinein, was unser Mikro-3-Gar-Turm angeht. Und natürlich auch, habe ich euch schon gesagt gehabt, werde ich euch noch das ein oder andere über unser Mikro-Kenja erzählen. Das war das erste Video für euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten. Tschüss.